Oh Mann. Na, jetzt sind sie von meiner Stadt. Na gut, dass gleich die Stadtmauer fertig ist. Dann habt ihr mich nicht reingebissen mit euren Scheißpikinieren. Da frühstücke ich doch, ey. Mach das. So. Komm, nächste Runde, schneller. Ich gehe weiter schwer, schwer aus. Mach das. Ciao. Tschüss. Gut. So, wir haben wieder unsere Ruhe. So. Genau, wer wird da wahrscheinlich auf das Schaf, genau. Aber hier bauen wir schön die Produktion aus, weil die eh durch das Meer dann so viel Nahrung haben. Und das reicht dann. So, Batsch. Jawohl. Ratatatata. So, das wäre schon die erste Einheit gewesen. Und die lasse ich mal lieber doch da stehen. Ich schätze, kommst auch mit darüber. Für ein bisschen mehr Action. Action. So. Da kaufen wir uns jetzt Münzen. Ah, ja, genau. Burg, das heißt, das ist schon mal stärker. Ein Monument. Eine Produktion wählen wir. Universität, ich will nämlich langsam mal die Oxford-Universität bauen. Nervt mich nämlich schon langsam. Ich glaube, die fahre ich mal lieber hier runter, weil ich will da ihr erkundet wissen. Weil da habe ich keinen Plan, wie es da drüben ausschaut. So, Produktion. Ist auch noch. Oh ja, auf jeden Fall eine Fabrik. Wenn es 12 Runden dauert, ist egal. Ist der Motor der Zivilisation, die Fabriken. Jetzt sind wir erst in Runde 184, ja. Im 18. Jahrhundert. Ich vergleiche das immer gerne mit den realistischen, also wie es wirklich auf der Welt passiert ist, jedes Spiel und also ich meine in echt und dann mit jedem Spiel vergleiche ich das so rum, wie weit ich schon in der Forschung bin. Das heißt, ich bin ja jetzt eigentlich, wenn wir mal vom Segeln absehen, relativ weit voraus, weil früher wurde ja, naja gut, in England glaube ich, haben sie auch im 18. Jahrhundert die Spinning Jenny erfunden und damit eigentlich die Industrialisierung eingeleitet. Und oh nice, oh nice, oh nice. Hoffentlich habe ich irgendwelche Wunder, die ich frei. Nicht, okay. Shit. Ich werde so schnell keine kriegen. Warte mal, dann verschleppe ich den doch lieber hier nach Olundi, weil das dauert nämlich noch ewig da, mit dem Ding. Und dann haben die nämlich schon die Fabrik und dann können sie mir auch im Krieg helfen besser. Weil ich will nicht die ganze Zeit die Einheiten rüberziehen, das dauert so ewig lang. Das ist auch noch nicht fertig. Sieht man immer so schön in den Produktionen, die rauskommen sollten. Was sie dann aber letztendlich meistens nicht tun. Da greifen wir gleich den an, der ist so schön nah. So, also wenn jede Runde mindestens eine Einheit stirbt, dann ist das schon sehr gut eigentlich. Dann haben sie, glaube ich, keine Chance. Weil lieber eine öffentliche Schule. Das ist der Ausruhen. Keine Faxen machen. Irgendein Spieler ist besser als ich. Aber die Österreicher und die Polen, die sind schon relativ stark. Ich habe hier den ganzen europäischen Kontinent auf dem Ding. Wahnsinn. Afrika ist schon weg. Die Zulus wollten das doch echt nicht anders, oder? Den scheiß MPs, ey, ich kenne mich so wie dieses MPs. Ah! Hallo? Alles klar. Au.
Warte mal, machen wir es gleich. Ich habe eine geile Idee, warte mal. Nummer 50. Hallo, das ist doch wohl mein Angebot, oder? Okay, machen wir es realistischer. Okay. Ist einfach so? Ach, du bist doch scheiße. Jetzt. Alles klar. Okay. Fällt mir gerade ein, die Österreicher haben die verbotene Stadt gebaut. Das heißt, sie werden wahrscheinlich mit einer der getreibenden Kräfte im Weltkongress sein. Das ist auch nicht so gut. Oh, cool. Das ist jetzt echt cool. Also 100 Runden spiele ich noch. 200. Na, dann nehme ich lieber die Kultur. Und genau das machen wir. Tulum. Schaut mir die erste Kanone aus. Puff. Wunderschön. Gut, was haben wir hier noch? Ist alles ausgebaut. Mal daher. Kann ich das gleich noch reparieren? Ich hasse es nämlich, dass die Stadtruinen das brennt. Das regt mich total auf. Das stört mich. In meinem inneren Sein. Müsste jetzt schon wieder fertig sein. Ist runter. An den Städten geht's jetzt eh ganz gut. Und Lundi ist ganz gut gewachsen, seitdem ich es nicht erobert habe. Mein Fan, das ist meine Überzeugung, dass diese Uppgörelse kann gagna både mitt und ihr Volk. Nein, absolut nicht. Hier, bin halt freigebig. Nimm's einfach. Oh Gott, wo wollen die eigentlich hin? Die wollen nicht Tulum, so wie das ausschaut. Jen huneta sebebet. Ene ndemamnu, lehulettachim hizbachin takami nu. Enya takawmenal. Immer mehr Geld. Das ist ganz cool, dass du das alles verschachern kannst. Was haben die vor? Sie wollen auf jeden Fall hier rein. Irgendwas wollen sie. Aber wieso erklären sie mir einen Krieg, wenn sie da durchlaufen? Das ist doch Schwachsinn. Sie könnten Tulum eigentlich erobern, aber sie versauen sich es gerade selber irgendwie. Genau, jetzt nehmen wir irgendwas, wo wir auf jeden Fall keinen Druck kriegen. Passt. Ja, der Druck ist immer noch so hoch, scheiße. Ja, das ist schon. Ja, wenn ich schon einen zerstören kann, dann zerstöre ich auch einen. So. Jetzt habe ich schon zwei Kanonen von denen zerstört. Also Krieg führen ist jetzt echt nicht die Stärke der Österreicher. Das muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist. So. Hey, die Deutschen. Okay. Ich frage mich auch, wer der ist, der über mir steht. Ah ja, ich habe noch gar nicht nachgeschaut, was hier alles für Dinge stehen.
Wir können offenen Grenzen. Dafür gebe ich dir bestimmt kein Gold. Nee, du. Nein, er wollte mir Gold geben, oder? Das ist ein Schwachsinn. Also, das ist ja ein Chaos. Hat sich jetzt schon mal neu berechnet. Alter. Ich glaube, den vernichte ich jetzt. Ich habe jetzt zu viele langsam wieder. Genau. Ach Mist. Du gehst mal in eine andere Stadt und zwar nach Tikal, glaube ich, ist die nächste. Gut. Ach, jetzt ist es auch schon verbunden. Nicht ranzoomen. Ich check nicht, was die hier bezwecken wollen, ohne Scheiß. Ach, die Reiter, den erkunde ich, glaube ich, doch lieber. Nein, dann produzierst du eine Werkstatt. Unten bauen wir gleich mal noch. Ja, ich wette, ich habe noch keine Bibliothek. Ne, das ist jetzt sehr gut. So, jetzt müsste aber dann genug, jetzt müsste ich dann Wasser Kongo Tulum. Ja. Wasser Kongo, das baut sich doch von alleine gerade. Mit 5 Runden Ding, ja, ist okay. So passt es doch. Zack, auf den Ruinen der alten Stadt wird jetzt ein Bauernhof errichtet. So. Oh nein, sie greifen mich tatsächlich mal an. Das ist das erste Mal, dass sie mich jetzt angegriffen haben. Na, ja, mir schlottern schon die Knie. Schlotter, schlotter. Also vor den Österreichern, glaube ich, brauche ich echt keine Angst haben. Aber das ist ein gutes Training für meine Einheiten, die können das ruhig weitermachen. So schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Gut. Eine Mine. Zack und dann mal zack. Schon nochmal 2 Probleme weniger. Wir haben schon fortschrittliches Kriegshandwerkzeug. Eigentlich war das schon total dumm, mir den Krieg zu erklären. Ist der Eubernauer Druck. Kommt der jetzt her? Der kommt ja nicht von Handelsrouten. Der kann nicht von Handelsrouten kommen. Ein Handelsweg. Berlin. Ja, irgendeiner noch. Machst du auch weiter. Ja, ist das ein Stress. Da kann er genau ein Ding. Ach, diese Reiter, die sind eigentlich voll schnell, ja, wenn sie so offenes Gelände haben oder so, dann rasten die voll aus. Und kaum rennen sie einmal durch den Wald, schon ist Zapfenstreich. Na gut, dann haben wir halt eine Einheit verloren. Dafür, dass ich ihn schon 5 oder 6 gekillt habe. Und der hat die noch übelst runtergehauen. Naja, mal. Mit Verlusten muss gerechnet werden in einem Krieg.
Die Polen sind ja voll scheiße. Das Problem ist, jetzt werden die Polen richtig krass wegen der Flügelhusaren. Die sind nämlich auch, die darf man nicht unterschätzen. Die sind echt auch übel. Die sind zwar auf jeden Fall nicht so stark wie die Impi, aber das ist auch wurscht. Oh Scheiße. Ja, mir ist gerade was eingefallen. Fuck, ich habe heute was gelöscht, womit ich eigentlich weitermachen wollte. Jetzt habe ich den gleichen Scheiß gemacht wie BTLP. Fuck. Ja, ist egal, da ging es sich zum Glück nicht um viele, viele Folgen, sondern... Ja, das jetzt, bis jetzt diese Folge rauskommt, ist der Fehler sowieso lang hinter, aber ich möchte mich nochmal explizit dafür entschuldigen, dass ich glaube vier Folgen vorher da einfach mal, das werden 8 Minuten sein, die fehlen. Mist, die wollte ich eigentlich zusammenschneiden. Ich glaube, da mache ich ein Special für euch, dass das ein bisschen länger dauert da, dann dafür, dass das fehlt. Ja, mal so schnell kann es gehen, nicht wahr? Ich hätte auch gedacht, oh, ich brauche ein bisschen Platz jetzt zum Aufnehmen und dann paff. Das ist ja wahrscheinlich die Decke und sich daran auch gedacht. Und so schnell ist es vorbei. Na naja. Ich glaube, diese Aufnahme ist ja auch länger. Das werde ich dann zusammenschneiden. Okay. Okay. Da krieg ich doch Quadutzka schneller als ich gedacht habe eigentlich. Die Scheiße, die Deutschen erklären wir auch bei den Krieg. Oh fuck, ey. Ja, okay, das mache ich jetzt anders. Also auf jeden Fall gegen die Deutschen. Gegen die Österreicher werde ich mich verteidigen. Was die Kauika ist ja mit dem Polen verbündet. Scheiße, jetzt kämpfen die zwei Stadtstaaten dagegen. Eine tolle Wurst. Und Hauptsache, man kann sie null unterscheiden, weil sie ungefähr die gleiche Farbe haben. Ja, mal gut, wenn sie ihr Schiff loswerden wollen. So. Jetzt brauchen wir erstmal hier, warte mal. Die Stadt wird eh gleich gebaut. Ach nee. So. Ah, ist das ein Stress, ohne Scheiß. Brauche ich doch meine Reiter. Eine Gatling-Kanone in der Stadt müsste eigentlich reichen. Jetzt dann mal angreifen. So. Jetzt rede ich erstmal mit den Österreichern. Schauen wir mal so. Grüß Gott. Ich höre. Gewiss nicht. Gewiss nicht. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast.
soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. Na komm. Gewiss nicht. Moment, 18. So. Gewiss nicht. Irgendwann können wir schon zusammen. Einverstanden. So. Jetzt haben wir die mal ordentlich runtergehandelt. Gut. Jetzt haben wir die Polen auch den Krieg erklärt. Gut. Nee, nicht gut. So, machst du fertig. Weil die Österreicher auch mit mir noch Krieg hatten. Na, die haben jetzt zum Glück Frieden. Na gut, jetzt ist es eigentlich nicht mehr so stressig, ja. Jetzt machen wir erstmal Parteiführung, oder? Produktion. Ist das jetzt besser, oder? Ich weiß es nicht. Na, ich mach das. Das ist nämlich nice. So, gut, Frieden mit denen. Kann ich mir an der Front eigentlich chillen? Boah, krass. Landi hat schwarze Finger. Ich arbeite auch hart. Mhm. Und ich muss ja hart die Welt erobern. Mach das. Mal gerade. Chillen als Lisa. Jetzt mal auf jeden Fall. Eine Runde noch. Jo. Ich sehe, ihr bewundert meinen Mann. Hauptsache, wir gleich wieder handeln. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. Nimm ich halt nur die Balle. Oh Mann. Wir. So. Uiuiui. Die Polen haben sich ganz schön aufgerüstet, während wir den Krieg beendet hatten mit dem Zulu. Oh Mann, da kommen wir ganz schön ins Schwitzen, muss ich sagen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ausbaut, du kannst gleich mit runter und baust dann noch ein bisschen mit aus. Dass da gleich mal vorangeht. Karawane. 63 drückt, das reicht trotzdem nicht. Ich krieg mein Ding nicht wieder. Helmet steht ändern. Ach, ist das jetzt auch egal. Das ist jetzt echt das wenigste Problem, worum ich mich kümmern muss. So, bauen wir hier noch ein Landschiff bei euch. Hier bauen wir erstmal Kornspeicher, so. Gut, jetzt müssen wir doch endlich mal diese verdammte... Tulum ist immer noch keine Universität errichtet. Nein, eine Runde. So. Warum machst du denn sowas? Ja, die Tapete mache. Gut. So, na, Uxmann ist jetzt nicht so schlimm. Du gehst da rein. Du hast dein Leben, du gehst hier mit hoch. Und du auch. Hallo, ich will vielleicht erstmal meine Militäreinheiten bewegen. Danke, Spiel. Dann gehst du daher.
Waffenkammer. Gut, dass ich da schon ein paar einige gebaut habe. Gut. Aber jetzt werde ich auch mal erstmal pausieren und den Kampf gegen die Polen sehen wir in der nächsten Runde. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht wie mir. Speichern wir mal. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss, Leute.